Mal wieder alleine. Heute geht's in eine alte Zeche. Ich war da schon letzte Woche. Leider haben wir nicht alles gesehen. Aber es war auch so voll, dass ich die Bilder nicht ohne Person machen konnte. Deshalb noch mal ganz früh heute auf Tour schnell ein paar Bilder nachholen. Dazu kommt irgendwie, ja, weiß ich nicht, schlecht geschlafen etc. Kameraeinstellung versaut und deshalb alles auf Anfang, alles nochmal. Ach, keine Ahnung. Ja, gucken wir uns mal an. Ich hatte eben gesehen, hier kamen schon Leute aus dem Gelände. Bin gespannt, was mich da jetzt gleich antrifft und wen ich da treffe. Hier stehen schon drei Autos, sprich Minimum 6 bis 8 Leute. Ja. Oh. Ja. Vor uns seht ihr das Zechengebäude, das ehemalige. Ich denke mal, Büros waren das. Da gibt es überall Netzwerkanschlüsse, keine Kantine. Kantine haben wir noch nicht gefunden, merkwürdigerweise. Vielleicht gab es die einfach nicht. Glaube ich nicht. Eine Pütt ohne Kantine ist eigentlich Schwachsinn. Aber gut, manchmal ist es halt so. Oh, ich könnte euch jetzt sagen, wie das Ding hier heißt. Aber das überlasse ich eurer Fantasie. Wer sich da ein bisschen mit auskennt, der weiß, wo ich bin. Also ganz gechillt, ganz locker. Erste kleine Begehung. Wie gesagt, Zaun ist zu. Da unten jetzt, seit gestern, denke ich mal. Ist das hier eine Mucke. Gut, dass ich heute meine dicken Schuhe angezogen habe. Schon mal mehr offen wie beim letzten Mal. Die Tore sind aufgebrochen worden. Und hier ist irgendwas rausgeschliffen worden. Ich vermute mal, die Trafos sind geklaut. Jo, Trafos sind weg. Hervorragend.
So, hier sind wir in der sogenannten Weißkaue. Ja, Körbe sind hier keine mehr. Dafür ganz, ganz viel Platz nach oben. Kleine Dusche. Ich denke mal, sowas wie die Meisterdusche dürfte das hier sein. Und hier ist dann die Schwarzkammer. Ich denke mal, hier oben ist noch die Heizungsanlage. Der Lesen kann es klar im Vorteil.